B2 ÖIF-Test. Hören Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung mit 6 Meldungen. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Nachrichten auf Radio 99.2. Zunächst eine Meldung für alle Skibegeisterten. Wegen der schlechten Schneequalität auf der Piste und aufgrund der steigenden Temperaturen besteht hohe Lawinengefahr. Zwar sind auf allen Pisten Beschneiungsanlagen im Einsatz, dies ist aber aufgrund der Wärme nutzlos. Der ergiebige Regen der letzten Tage verschlechterte die Schneequalität zusätzlich. Wegen des anhaltend warmen Wetters musste der österreichische Skiverband den heutigen Slalom-Wettbewerb in Schladming erneut absagen. Für die Veranstalter bedeutet die Absage auch in diesem Jahr einen massiven finanziellen Verlust. Die Tourismusbetriebe klagen über Einbußen durch die ausbleibenden Besucher. Neue Studie veröffentlicht. 43.000 Kinder und Jugendliche pflegen zu Hause kranke Eltern oder Großeltern, beziehungsweise helfen bei der Versorgung kranker oder behinderter Geschwister. Eine Studie des Sozialministeriums errechnete diese unerwartet hohe Zahl anhand einer Stichprobe. Grundlage waren Befragungen von Schülern und Schülerinnen in Wien und Niederösterreich. Das durchschnittliche Alter der pflegenden Kinder beträgt 12,5 Jahre. Gut 2/3 von ihnen sind weiblich. Pflegende Kinder haben im Schnitt etwas mehr Geschwister als nicht pflegende Kinder und schätzen ihre finanzielle Lage subjektiv im Vergleich zu anderen Kindern etwas ärmer ein. Ein kleiner Teil der Kinder lebt mit nur einem Elternteil im Haushalt. Die geleistete Unterstützung pflegender Kinder erstreckt sich auf verschiedenste Lebensbereiche wie Haushaltstätigkeiten, Betreuung gesunder Geschwister oder die direkte Pflege erkrankter Personen. Graz. Ein Brand in einem Wohnhaus löste heute Nacht Großalarm bei der Grazer Feuerwehr aus. Gegen Mitternacht war der Brand in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Auslöser war ein Kurzschluss in einer Erdgeschosswohnung. Die vierköpfige Familie konnte sich noch rechtzeitig retten. Das Feuer griff von der Wohnung auf die Außenfassade über und bedrohte die angrenzenden Häuser. Alle 6 Wohnungen des zweistöckigen Hauses mussten wegen starker Rauchentwicklung und Hitze geräumt werden. 8 Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten den Brand löschen und eine Ausweitung des Brandes verhindern. Das Erdgeschoss des Hauses brannte jedoch zur Gänze aus. Der genaue Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Rettungsaktion für gestrandete Wale. Vor Australien sind wieder Wale gestrandet. Eine Gruppe von 18 Finnwalen wurde am Strand der Insel Tasmanien entdeckt. Die meisten von ihnen waren bereits tot. Freiwillige Helfer hofften gestern Abend, wenigstens 2 noch lebende Wale retten zu können, wie lokale Medien berichteten. Die Tiere sollten bei Flut wieder in tiefes Wasser gezogen werden. Nicht immer sind solche Rettungsaktionen erfolgreich, denn manche Tiere kehren zurück und stranden erneut.
Warum Wale und Delfine oft in großen Gruppen ins flache Wasser geraten, können Wissenschaftler bis heute nicht sicher erklären. Forscher untersuchen unter anderem, ob der vom Menschen verursachte Lärm in den Meeren das empfindliche Orientierungssystem von Delfinen und Walen stört. Richtermangel in Österreich. In ganz Österreich fehlen Richter und Staatsanwälte. Manche Stellen an Landesgerichten sind seit Monaten unbesetzt. Mangels internen Nachwuchses spricht die Justiz jetzt externe Interessenten wie Rechtsanwälte an, die eine Richteramtsprüfung absolviert haben. Doch auch hier soll es dem Vernehmen nach wenig geeignete Kandidaten geben. Rechtsanwälte, die sich bewerben und die Zusatzprüfung zum Richteramt ablegen wollen, bestehen teilweise das Auswahlverfahren der Bundesländer nicht. Zudem liegt der Frauenanteil bei jungen Richtern bei mehr als 50% und diese gehen häufiger in Karenz als Männer. Am Salzburger Landesgericht sind zum Beispiel derzeit 4 Richterplanstellen unbesetzt. Sie werden teilweise durch Richter aus dem Bezirk Linz vertreten. Diese müssen für den Standortwechsel unter Umständen lange Fahrzeiten in Kauf nehmen. Und nun das Wetter. Besonders in Unterkärnten und in Osttirol beständiger Nebel. Die Temperaturen liegen deutlich über dem Gefrierpunkt. In Wien aktuell sogar bei 11 Grad. Die weiteren Aussichten. Die Warmfront bleibt uns bis über den Jahreswechsel erhalten. Es gibt immer wieder Regenschauer. Durch die Schneemengen der letzten Wochen und das seit Tagen anhaltende Tauwetter besteht erhebliche Lawinengefahr. Wintersportler werden aufgefordert, sich nicht abseits gesicherter Skipisten aufzuhalten. In den Tauern und den Ibstalalpen sowie im Salzkammergut sind viele Pisten über Silvester aus Sicherheitsgründen gänzlich gesperrt. Weiterhin unbeständig, Neuschnee lässt vorerst auf sich warten. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Kinder und Gesellschaft hören Sie heute ein Gespräch mit Martin Blaschitz, dem Wiener Kinder- und Jugendanwalt. Wir haben ihn zu den neuesten Zahlen der Jugendwohlfahrt interviewt. Herr Blaschitz, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, um uns ein paar Hintergrundinformationen zu den Trends in der Kinder- und Jugendbetreuung zu geben. Wie viele Kinder leben jetzt tatsächlich nicht bei ihren Eltern? Ja, ich danke auch für die Einladung.
Die Zahlen sind tatsächlich eindrucksvoll. 11.343 Kinder und Jugendliche leben momentan in Heimen, Kinderdörfern oder bei Pflegeeltern. Diese Zahl ist der höchste Wert seit 10 Jahren. Weiß man genaueres, warum die Zahlen ständig steigen? Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt viel öfter darüber informiert werden, wenn Kinder und Jugendliche in einer Umgebung aufwachsen, die nicht gut für sie ist. Gerade beim Thema Gewalt hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Bevölkerung ist da viel wacher geworden. Vor 20 Jahren war Gewalt in der Familie noch kein Thema. Viele Fälle blieben unbemerkt. Aber heute wissen wir von diesen Kindern und können ihnen gezielt helfen. Aber ist es denn eine Lösung, immer gleich die Kinder aus der Familie zu nehmen? Nein, das tut ja auch keiner. Zunächst wird mal geschaut, wo das Problem eigentlich liegt. Vielleicht ist die Familie von Arbeitslosigkeit betroffen, es gibt allgemein finanzielle Probleme, häufig ist auch nicht genügend Wohnraum vorhanden. Oder die Eltern sind krank oder sehr jung. Möglicherweise sind sie auch überfordert mit Kindern, die besondere Bedürfnisse haben. Wie gehen die Sozialarbeiter dann vor? Also, die meisten Eltern suchen ja nicht von selbst Rat bei solchen Problemen. Nicht nur, weil sie sich nicht trauen, sondern oft einfach, weil sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Wenn die Situation nicht wirklich ganz dramatisch ist, versuchen wir mit ganz zeitnahen Unterstützungen die Lage für das Kind bei seinen Eltern zu verbessern. Wenn es ein behindertes Kind ist, kann zum Beispiel eine Hilfe zur täglichen Versorgung bei der Körperpflege oder ein besonders ausgebildeter Babysitter für ein paar Stunden pro Woche schon eine große Entlastung sein. Gewähren Sie auch finanzielle Unterstützung? Die Kinder- und Jugendanwaltschaft oder die Sozialarbeiterinnen können zum Beispiel mit den Familien schauen, wo was am dringendsten fehlt. Dann werden Gelder aus Unterstützungsfonds eingesetzt oder oft ist es auch eine Sachspende, die weiterhilft und die Eltern entlastet. Eine funktionierende Waschmaschine zum Beispiel. Wird dann auch kontrolliert, ob das Geld zur Problemlösung eingesetzt wird und nicht irgendwie anders verbraucht wird? Bei den Unterstützungsgeldern geht das Geld in der Regel gleich dorthin, wo es gebraucht wird. Ein Beispiel. Die Eltern haben mehrere kleine Kinder und in der Wohnung ist kaum Platz. Die Nachbarn regen sich über den Lärm auf und so weiter. Eine neue Wohnung ist so schnell aber auch nicht zu bekommen. Aber das älteste Kind könnte einen Platz in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule bekommen. Das ist aber leider nicht unentgeltlich. Dann schauen wir, dass dieses Kind einen bezahlten Platz bekommt und nachmittags betreut ist, seine Aufgaben dort macht. So werden die Eltern entlastet. Zu Hause ist es etwas ruhiger. Und dieses älteste Kind ist dann auch etwas besser vor Gewalt geschützt. Was ist eigentlich die beste Lösung, wenn es zu Hause nicht mehr geht? Eine beste Lösung gibt es nicht. Immer nur eine zweitbeste. Die beste wäre Vorsorge, dass es gar nicht so weit kommen kann. Die skandinavischen Länder sind da viel weiter als wir. Sie haben gleich nach der Geburt ein System, bei dem die Familien besucht werden und Probleme, die auftreten, gleich angesprochen werden. So können viele Schwierigkeiten bei der Betreuung und Erziehung gleich vermieden werden. Oder sie werden abgefangen, indem man die Eltern zum Beispiel in bestimmte Kurse schickt, zu Elterntreffs einlädt und regelmäßige Erziehungsberatung anbietet. So etwas gibt es bei uns doch auch schon. Ja, in Ansätzen gibt es das in Österreich auch. Aber generell glauben hier noch immer viele, Kindererziehung kann man einfach, da braucht man keine Hilfe. Ist man denn nicht auch Jahrhunderte ohne solche Hilfen ausgekommen? Schon, aber man hatte auch mehr Modelle, an denen man lernen konnte. An den eigenen Geschwistern zum Beispiel, als die Familien noch viele Kinder hatten, oder in der Großfamilie an den Kindern der Geschwister. Diese Situation haben wir in unserer Gesellschaft heute nicht mehr. Und wie Sie eingangs schon erwähnt haben, früher wurde ja auch nicht alles öffentlich. Vieles wurde ja nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Ja, das auch. Jedenfalls müssen wir uns mit unseren Angeboten und Hilfsmaßnahmen nach dem Heute richten. Und da scheint doch einiges zu tun zu sein, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Was passiert denn nun mit diesen Kindern, die, wie man es nennt, fremd untergebracht sind? Werden die dann auf Dauer von ihren Eltern getrennt?
geben? Nein, wir streben eigentlich immer eine Rückkehr in die Familie an, wenn es irgendwie geht. Wenn die Eltern krank waren und es geht ihnen besser zum Beispiel. Das geht oft nach einer relativ kurzen Zeit sehr gut. Und wir schauen auch genau drauf, dass der Kontakt zu den leiblichen Eltern gepflegt wird. Da gibt es Besuchstage oder auch mal ein Wochenende zu Hause. Also bleiben nicht alle Kinder und Jugendlichen dauerhaft in Heimen oder bei Pflegefamilien? Nein, oft sind das Kurzzeitlösungen. Nur in ganz bestimmten Fällen ist eine Rückkehr nicht möglich. Dann ziehen die Jugendlichen, meist im Alter von 15 oder 16, in eine betreute Wohngemeinschaft, die sie auf dem Sprung in die Selbstständigkeit vorbereitet. Und manchmal bleiben sie wirklich lebenslang bei Ersatzeltern. Und das ist oft auch eine gute Lösung für die Kinder und ihre Pflegeeltern. Vielen Dank für diese Informationen und den Einblick in ein spannendes Feld der Gesellschaft, Herr Blaschitz. Bitte gern. Und lassen Sie mich vielleicht noch eines sagen. Es ist immer wichtig, dass man nicht die Augen verschließt, wenn eine Situation für ein Kind oder einen Jugendlichen schwierig wird. Wir können diesen Kindern helfen, aber nur, wenn wir von ihnen wissen. Daher, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sehen Sie nicht weg, sondern wenden Sie sich an uns, wenn Sie in Ihrem Umfeld Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche bemerken. Dankeschön. Sie haben nun 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Texte nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Sie sind am Flughafen und hören folgende Durchsage. Neue Einkaufsmöglichkeiten und vielfältige kulinarische Angebote erwarten Sie an unserem Flughafen. Nach dem erfolgreichen Abschluss zahlreicher Verträge mit verschiedenen Betreibern werden nun laufend neue Shops und Restaurants eröffnet. Die Erweiterung unseres Shopping- und Gastronomieangebotes und die attraktive Gestaltung der Einkaufsumgebung in den Terminals sind ein wichtiger Teil unserer Strategie, die Servicequalität am Flughafen spürbar zu verbessern. Kulinarisch erwarten Sie neue Angebote. Seit Mai gibt es das Pub im Check-in 1 und einen Delikatessen-Shop mit heimischen Leckerbissen im Check-in 2. Im Juli eröffnete auch ein Schnellrestaurant im Check-in 1. Nummer 57. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Auch im 34. Jahr ihres Bestehens bieten die Salzburger Gitarrentage wieder ein attraktives Programm unterschiedlichster inhaltlicher Ausrichtung. Unter anderem ein Orchesterkonzert mit internationalen Stars der Gitarrenszene, Meisterkurse sowie Schülerkonzerte sorgen für Anspruch und Abwechslung. Eröffnet werden die 34. Salzburger Gitarrentage mit dem Orchesterkonzert in der Kulturhalle.
Die Veranstalter freuen sich besonders, dass sie die Solisten des Orchesterkonzerts als Dozenten für die Meisterkurse gewinnen konnten. Das Kursangebot richtet sich an fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Profis und Lehrkräfte. Nummer 58. Sie hören eine Werbedurchsage im Radio. Die Innsbrucker Herbstmesse spricht durch ihre traditionelle Themenvielfalt alle Altersgruppen an. So können sich Besucher über Wohntrends und Einrichtungsgegenstände informieren. Neben täglichen Bühnenshows im Rahmen der Veranstaltung und Präsentation der Südtiroler Handwerksbetriebe können Besucher gemütlich durch die Hallen flanieren, das Angebot vor Ort genau prüfen, Mode und Möbel erwerben oder einfach verschiedenste Schmankerl genießen. Nummer 59. Sie hören folgende Meldung im Radio. Änderungen wird es bei den Studiengebühren geben. Die Studentenvertretungen haben sich erfolglos dagegen gewehrt. Wie schon in den vergangenen Jahren müssen Studierende, die mehr als 2 Semester über der Mindeststudienzeit studieren, ab dem Wintersemester wieder 363 Euro pro Semester zahlen. Ausländische Studierende, die nicht aus der EU kommen, zahlen ab Sommer sogar die doppelte Summe. Das Geld dient der dringend benötigten Finanzierung der Universitäten. Nummer 60. Sie hören die lokalen Veranstaltungshinweise im Radio. Am Samstag, dem 18. August, findet wieder das alljährliche Gemeindefest in Steinerkirchen mit Flohmarkt bei freiem Eintritt statt. Flohmarktspenden und Kuchenspenden werden gerne angenommen und können bis Freitagabend um 18 Uhr im Rathaus Steinerkirchen abgegeben werden. Das Gemeindefest beginnt Samstagvormittag mit einer kurzen Rede des Bürgermeisters und der Auszeichnung der ehrenamtlich tätigen Mitbürger. Das Fest endet abends mit einem Feuerwerk um 22 Uhr. Für die Kinderbetreuung und das leibliche Wohl ist gesorgt.